Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir nach Tagesimpulsen für den 18. April 24 für alle Zeichen. Die Zeitstempel findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr aber auch den Link zu meinem Shop für diejenigen, für die neuen Abonnenten jetzt, ja, oder für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. In dem Shop findet ihr verschiedene Produkte, unter anderem eure Lebensenergiekarten, eure Berufungskarten, eure Seelenplan-Energiekarten und wirklich ein Haufen toller Sachen. Schaut da also gerne mal vorbei. So, und dann gibt es natürlich noch den Merchandise-Shop, in dem ihr die neuen Produkte, 5 Designs findet mit meinem Satz, von dem euch wahrscheinlich schon die Ohren bluten. Ich komme aus der Fülle, ich bin die Fülle, mir steht die Fülle zu. Schaut da auch gerne mal vorbei, damit unterstützt ihr den Kanal. Und dann noch eine kurze Sache zu den Monatslegungen. Die gibt es seit wenigen Monaten als erweiterte Legungen. Für Kanalmitglieder sind die im Mitgliederbereich in der Playlist Kanalmitglieder-Videos abrufbar. Die sind also in der Kanalmitgliedschaft enthalten. Ich hatte sie die letzten 2 Monate auch in meinem Shop zum, ja, Erwerben für diejenigen, die kein Kanalmitglied werden wollen, angeboten. Das werde ich nicht mehr machen. Ich hatte da von Anfang an ein bisschen Bauchschmerzen mit, schlicht und ergreifend aus dem Kostenpunkt. Ja. Die Legungen sind dort für 5,99 € im Shop downloadbar gewesen als Kanalmitglied, und das ist die kleinste Mitgliedschaft für 99 Cent im Monat, die kann man auch jederzeit kündigen, sind die aber in der Kanalmitgliedschaft mit enthalten. Das heißt also, es macht einfach viel, viel mehr Sinn. Ich fühle mich damit nicht gut. Wisst ihr, ich möchte hier keinen irgendwie melken oder abzocken. Deswegen die Kanalmitgliedschaft, die ist jederzeit kündbar. Lest euch da mal bei YouTube die AGBs durch. Deswegen gibt es das tatsächlich dann für den Mai. Die sind noch nicht online, also ruhig Blut, die kommen immer Ende des Monats. Deswegen sind die nicht mehr für jeden zu erwerben, sondern tatsächlich nur noch für Kanalmitglieder. Wie gesagt, das sind 99 Cent im Monat. Da könnt ihr dann die erweiterte Monatslegung schauen im Vergleich zu 5,99 €. Ich finde es einfach nicht fair, wisst ihr. So, das gesagt, legen wir jetzt aber mal endlich los mit den Tagesimpulsen für den 18. April. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für alle Zeichen für den 18. April 24, und wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Widder für den 18. Vielen Dank. April. Der Page der Kelche auf dem Kopf. Liebe Widder, klopft euch mal auf die Schulter. Warum? Weil der Page der Kelche auf dem Kopf anzeigt, dass da viel Innenschau betrieben worden ist bei euch, dass da Anteile in euch, verletzte Kinder, vernachlässigte Kinder, nicht gesehene Kinder, Gehör bekommen haben. Anteile in euch, die in vielleicht jüngster Kindheit oder irgendwann im Leben eben nicht so gewertschätzt worden sind, die weg waren von, ja, ihrer Größe, ihrer Fülle, ihrer Liebe, die vielleicht ein Leben gelebt haben, was, ja, angepasst und einfach viel zu eng für eure Größe, für eure Fülle war, liebe Widder. Und mit dem Pagen der Kelche hier auf dem Kopf habt ihr heute am 18. April nochmal die Möglichkeit, also ihr habt immer die Möglichkeit, aber heute von der Energie her wirklich gute, ich sag mal, Grundvoraussetzungen, dieses innere Kind nochmal zu umarmen und zu sagen, hey, ich bin für dich da. Ja, wir können die imaginäre Nabelschnur zu
entweder den Eltern, mal zumindest zu den Ereignissen in unserem Leben, wo wir ja nicht unsere Fülle gelebt haben, wo ich dich nicht gehört habe, lieber Anteil. Da können wir heute noch mal einsteigen. Da bekommst du heute Zuspruch und eine tiefe, feste Umarmung, ein warmes Herzensgefühl, ein Versprechen, dass wir uns, ja, dass ich mein Bestes tue, um dich wieder, ja, strahlen lassen zu können, dich in ein Leben zu führen, wo du wirklich deine volle Größe leben kannst. Der Page der Kelche auf dem Kopf zeigt aber auch an, dass ihr heute tatsächlich recht gute Kopfentscheidungen treffen könnt, und zwar unter dem Aspekt, was lasse ich in meinem Leben los, was erfüllt mich nicht. Ja, und ich kriege hier auch rein, dass es bei einigen Widdern irgendwelche Menschen gibt, die einfach wenig wertschätzend sind. Ja, da könnt ihr strahlen und ja, schlecht Deutsch gesagt, euch den Hintern aufreißen für diese Person. Es ist nie richtig. Ihr bekommt nicht die Wertschätzung, ihr bekommt keine Komplimente, keinen Dank. Und diese Menschen beäugt ihr heute mal ganz kritisch und fragt euch, hey, tut mir das gut? Nee, das raubt mir Kraft. Also, und ich möchte auch nicht mein Strahlen und meine Fülle zurückstellen, mich so nicht behandeln lassen. Ich bin hier keine All-You-Can-Eat-Buffet-Krafttankstelle für jeden und ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Und da könnt ihr wirklich Schutzherr, Schutzherrin aus der Ratio, aus dem Verstand für euer inneres Kind sein, für eure Fülle, für das, für all die Ideen auch, die noch ins Leben möchten, gelebt werden möchten, die euch erfüllen, liebe Widder. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Stiere, für den 18. Für all diejenigen, die, und ich finde das so lieb, ihr schreibt mir da immer Kommentare, was mein Husten und Räuspern angeht, glaubt es mir, es sind die Nachwehen von dieser elendigen Erkältung, ja, also das Husten und Räuspern, das sind so die Nachwehen, da ist irgendwie immer noch mal so ein Schub, der raus möchte, gerade jetzt, wo ich den Hund habe und dann auch abends im Kalten draußen bin, dann, ja, kommt das noch mal hoch, also es tut mir leid und ich tu mir da Gutes, ja, von Tee bis zu Stimmübungen, Oms und so weiter und so fort, also bin da bestens ausgestattet. So, die Acht der Kelche. Die Acht der Kelche bedeutet heute euer Aufbruch ins Ungewisse. Etwas, was euch mal sehr viel bedeutet hat oder jemand, ja, der euch mal sehr von Wert war, wird heute hinter euch gelassen, beziehungsweise kommt so heute das Gefühl auf, eigentlich gibt's da noch mehr, ich möchte weiter. Ja. Für einige kommt heute auch die Erkenntnis, da ist vielleicht in den Kelchen das süße Gift. Das heißt also, das können so Trauma-Bonding-Geschichten sein, das können Verpflichtungen sein, die euch an etwas oder jemandem festhalten, aber eigentlich tut es euch nicht gut. Das ist so ein bisschen wie so ein Mindestlohn, ja, also zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben, so rum. Und diese Energie kriegt man ja manchmal auch aus Beziehungen, aus Freundschaften, alles, was so den Bereich Erfüllung, Wertschätzung, Respekt, Kraft auftanken angeht. Ja. Und da sagt ihr heute, ich möchte mehr vom Leben. Und schaut euch das ganz genau an. Das mag mit einem lachenden und einem weinenden Auge passieren, dass ihr diesen Entschluss fasst. Es muss weitergehen. Vielleicht müsst ihr auch gar nicht Kontakte radikal beenden. Aber heute wirklich dieses, mir steht die Fülle des Lebens zu, auf ins Abenteuer, auch wenn ich noch keinen Plan habe. Ja, aber dieses süße Gift macht mich nach und nach mürbe. Und einige planen tatsächlich heute Urlaub, eine Reise oder haben so den Impuls,
Oh, irgendwie wohne ich hier schon ganz schön lange. Ich brauche mal wieder irgendwie einen Tapetenwechsel. Ja? Vielleicht ziehe ich um. Vielleicht möchte ich einen neuen Arbeitsplatz haben, wo ich mich ein bisschen weiterentwickeln kann. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Zwillinge für den 18. April. Zwillinge, 18. April, vielen Dank. Der Turm. Raus aus der Komfortzone, meine lieben Zwillinge. Der Turm kündigt einen Abbruch an, aber mehr noch einen Umbruch. Das kann eine Überraschung sein, eine Überraschung, die euch durchrüttelt. Ja? Aber eine Überraschung, sage ich jetzt mal, die euch vielleicht erstmal schockt, aber den Weg frei macht für Neues. Ja, das ist vielleicht auch für einige Zwillinge, kriege ich hier rein, so der Entschluss, okay, es muss ein neues Kapitel passieren. Ich möchte renovieren im Wohnraum. Ich möchte dieses Haus, diese Wohnung, dieses Auto, irgendetwas verkaufen. Da muss Platz gemacht werden für einen neuen Lebensabschnitt, für etwas komplett Neues, was ihr in eurem Leben haben möchtet. Einige Zwillinge begutachten heute auch ihre Beziehungen, familiär, freundschaftlich, liebesbeziehungstechnisch oder auch Arbeitsbeziehungen. Und da schnürt es euch tatsächlich so ein bisschen die Luft ab, weil ihr feststellt, oh nee, ich halte das nicht mehr aus. Ja, das trifft euch wie der Blitz tatsächlich. Da kocht heute in euch was über, was zu einem Entschluss führt. Ja, Platz für Neues, Raum für Neues. Etwas ad acta legen. Einige Zwillinge sollten heute auch schauen, ja, ist der Herd wirklich aus? Diejenigen, die irgendwie was mit Wasser machen, liegen da keine Strom, also keine Geräte mit Strom drumherum, etc. pp. Ja. Also alles, was so Elektronik angeht, das könnte heute auch spinnen. Da, man nennt das Embodiment. Wenn die eigene Energie mit der Energie der Umgebung interagiert. Das ist heute tatsächlich Ausdruck eurer Energie, die überschießt, die überkocht, die sich befreien will, die sagt, okay, einmal Stecker raus, weil ich ein neues, besseres Gerät einstecken möchte. Ja, es ist heute der Überschuss eurer Energie, die sich da in eurer Umgebung vielleicht breit macht. Aber wie gesagt, ne, auch so Sachen kontrollieren, wie ist der Herd aus, habe ich das Licht ausgemacht und so weiter und so fort. So. Das kann euch durchrütteln, dieser Turm-Moment. Ja? Turm-Momente können auch tatsächlich vom Universum, sage ich jetzt mal, herbeigeführt werden, um euch endlich den nötigen Schubser aus der Komfortzone rauszugeben. Das ist durchaus möglich. Fühlt sich nicht immer schön an. Im Übrigen hier gerade eure Karte, die Liebenden. Das fühlt sich nicht immer schön an, aber seht es als Chance auf Befreiung, auf Neuanfang. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Krebse für den 18. April. Sieben der Stäbe. Okay, aus die Maus, Schluss mit lustig bei den Krebsen hier heute. Ja, Grenzen werden gesetzt. Es ist gut möglich, dass da heute Menschen auf euch zukommen, die... Ach, das müsstet ihr jetzt sehen. Ich habe hier den Hund vom Nachbarn, entschuldigt. Ich bin gerade ganz gerührt. Ich habe den Hund vom Nachbarn hier und die Casey, die kennt ihr auch aus den Community-Beiträgen. Und die beiden, Daisy und Casey, die kuscheln gerade ganz, ganz herzallerliebst miteinander. Und putzen sich. Ach Gott. Ja, aber so freundlich ist eure Energie da heute nicht. Ja, es kann sein, dass da Menschen auf euch zukommen, die
euch, ich sag mal, angreifen, ja, wo ihr irgendwelche Schuldzuweisungen bekommt, wo ihr mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontiert werdet, euch vielleicht in der Position Rechtfertigung bringen zu müssen, befindet, euch vielleicht sogar auch in der Ecke gedrängt fühlt, setzt Grenzen, macht klar, wer ihr seid. Ja. Auch egal in welcher zwischenmenschlichen Beziehung, Freundschaft, Familie, Herzmensch, Arbeitsbeziehung, bezieht einen Standpunkt, lasst es nicht mit euch machen. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr wisst, was ihr könnt, lasst euch nicht verunsichern, lasst euch keiner Gehirnwäsche unterziehen. Macht immer wieder den Reality-Check. Und wenn ihr im Unrecht seid, vielleicht, ja, passiert ja manchmal, dann lasst euch aber nicht so generalisiert madig machen. Ja, vielleicht macht man mal einen Fehler, vielleicht hat man mal Unrecht. Aber das bedeutet nicht, meine lieben Krebse, dass alles mit euch falsch ist. Richtet euch auf, zeigt, wer ihr seid, macht euren Standpunkt klar. Und wenn ihr vielleicht im Unrecht seid, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, je nachdem, mit welchem Föhn ihr da, welcher Föhn euch da entgegengekommen ist, macht auch klar, hey, du kannst mich ja darauf hinweisen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe oder dass ich im Unrecht war, aber muss das auf die Art und Weise gewesen sein? Muss das auf die Art und Weise sein? Kann man da nicht irgendwie nett miteinander sprechen? Weil das ist hier so eine Energie, ne? Uff, direkt Selbstverteidigung. Also macht da ruhig klar, dass man es mit euch nicht machen kann. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Löwen für den 18. April 2, 4 der Münzen, 3 der Stäbe. Ja, einige überlegen hier bleiben oder umziehen, beziehungsweise möchten weiter, möchten vielleicht umziehen, möchten die Firma wechseln, wägen aber noch ab, was habe ich hier an guten Konditionen. Bei der Arbeit sind das natürlich, ne, diese ganzen vertraglichen Sachen wie Gehalt, Arbeitszeiten etc. pp., sonstige Vorzüge, vermögenswirksame Leistungen, hast du nicht gesehen. Im Wohnraumbereich ist das natürlich, ne, habe ich tolle Nachbarn, habe ich vielleicht zu viel Kram und möchte eigentlich in eine kleinere Wohnung, was behalte ich, was kann weg etc. pp. Also es ist wirklich dieses Inhalten, Abwägen, was behalte ich oder bleibe ich hier oder ziehe weiter, wenn ich weiterziehe, was nehme ich davon mit. Tiefergehend in der Persönlichkeitsentwicklungsebene, sage ich jetzt mal, ist es wirklich dieses Bewusstsein, was ihr heute haben könnt, wie wertvoll ihr seid, welche Qualitäten ihr habt und so weiter und so fort, wie viel ihr auch schon geschafft habt, wie sehr ihr gewachsen seid, wie stabil ihr in gewissen Bereichen eures Lebens, eurer Person, eures Seins geworden seid, ja, also Wachstum, Stabilität. Vielleicht hat euch vor einem Jahr oder vor 5 Jahren oder vor 3 Wochen noch irgendetwas getriggert und jetzt merkt ihr, nee, das Thema ist durch. Ich habe das transformiert und aus der Erfahrung Kraft, Stärke, Resilienz gewonnen. Und ihr guckt da wirklich, wie geht's jetzt weiter? Ja, auch Entscheidungen werden getroffen. In welche Richtung geht es weiter? Und wer auch in meinem Umfeld gibt mir Stabilität und Wertschätzung und Respekt. Es gibt hier auch einige Löwen, die so eine Fernbeziehung führen und sich da überlegen, nee, eigentlich möchte ich gar nicht dahin, wo mein Herzmensch wohnt. Gibt es hier nicht irgendwie andere Möglichkeiten? Kann mein Herzmensch zu mir ziehen? Können wir uns in der Mitte treffen? Was bedeutet das? Was muss man aufgeben dafür? Was möchte man behalten? Ja, also auch da geht so ein bisschen die Reise hin. Und dann gibt es Löwen, die sich überlegen, ich würde gerne mal in dieses oder jenes Land oder in diese oder jene Stadt reisen, in meinem Urlaub, in meiner Freizeit. Wie viel kostet das? Also wirklich ganz konkrete Reiseplanungen hier mit, ja, Kosten, Hotel, Zeit und so weiter und so fort. Wie ist das realisierbar?
Und euch wird auch klar mit dem, was ihr habt, was ihr könnt, wer ihr seid. Seid ihr ganz, ganz individuell, ja, wie wir alle. Und da könnt ihr einiges draus machen, in die Welt bringen, die Welt bereichern. Und dann gibt es auch tatsächlich Löwen, die setzen sich hin und fragen sich, okay, wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich das jetzt umsetzen? Kann ich vielleicht ganz besonders toll mit Menschen, mit Tieren? Kann ich besonders toll malen, kochen, stricken, keine Ahnung? Anderen Menschen Wissen vermitteln? Also ne, dieses Spektrum ist ja riesig, was man alles so können kann. Und wie kann ich das vielleicht in die Welt bringen? Was kann ich da vielleicht draus machen, um andere auch zu erfüllen und etwas zu tun, was mich sowieso schon von Grund auf erfüllt und es noch erfüllender werden lassen, wenn ich sehe, es bereichert andere Menschen. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Jungfrauen für den 18. April. Rat des Schicksals. Jetzt muss ich hier mal kurz aufräumen. Meine lieben Jungfrauen, das Rat des Schicksals. Ihr seid Erdzeichen. Das Rat des Schicksals steht für den Schützen, das Feuer. Ja. Das heißt also hier heute wirklich eine sehr stabile, klare, lebendige Ausrichtung auf neue Ziele. Wofür brenne ich und wie kann ich das stabil, sicher als Erdzeichen ins Leben bringen? Also Pläne, die Hand und Fuß haben, Ausrichtungen, konkrete Wege zu Zielen. Ja, für einige werden gewisse Ziele, die sie sich gesetzt haben, heute auch sehr greifbar. Ja, da können kleine Zwischenerfolge eintreten. Vielleicht erreichen einige Jungfrauen hier heute auch ein Ziel und sagen, wow, toll, ich habe hier was erreicht, ich kann jetzt von der Basis weitermachen. Ja, vielleicht ist da was, wofür ich noch mehr brenne, was auch noch ins Leben kommen darf. Einige Jungfrauen haben mir heute so eine Art Schicksalsbegegnung, sage ich jetzt mal. Etwas, was euch wirklich vielleicht auch eine Art Kursveränderung bringt, etwas Neues, Impulse von irgendwem, die euch ja nachgehen, die ihr durchdenkt, wo ihr sagt, in die Richtung habe ich noch gar nicht geschaut, wäre das nicht vielleicht auch etwas für mich? Auf Beziehungsebene sind heute diejenigen sehr gefordert, die karmische Verbindungen haben oder eben Seelenverbindungen haben. Ja, da kann es heute sein, dass man entweder sehr, wie soll ich das jetzt sagen? Ja, diese Karma-Aufgabe heute sehr präsent wird. Ja, vielleicht verbrennt man sich aneinander heute auch mal die Finger, weil diese karmische Aufgabe heute ordentlich durchdrückt. Es kann aber auch ein tiefes Gefühl von überirdischer Verbundenheit, ja, das ist nicht von dieser Welt, Momente geben für einige Jungfrauen. Ihr steht kurz davor, ein Kapitel abzuschließen, ein neues anzufangen. Das heißt auch hier neue Ausrichtungen im Bereich Liebe, Beziehung oder Job. Was bedeutet das? Das heißt wirklich Qualitätsmanagement. Wo komme ich her? Wie ist der Ist-Zustand und wo will ich eigentlich hin? Passt das noch zu mir? Oder habe ich mich so weiterentwickelt, dass ich offen bin für etwas Neues, für etwas anderes? Passt das Alte noch oder eben nicht mehr? Muss ich mich neu ausrichten? Muss ich eine Kurskorrektur vornehmen im Bereich? Was will ich eigentlich? Wer oder was passt zu mir? Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Waagen für den 18. April. Sie wollte. Der Mond. Meine lieben Waagen. Luftzeichen trifft Wasserkarte. Ich muss so lachen, weil das so plakativ ist, weil der Mond halt eben für die Vernebelung steht, ja, für die Illusion, für die tiefen Gefühle und Ängste vielleicht auch. Das heißt also, heute könntet ihr euch ein bisschen, ja, wie in so einem Film fühlen. Alles ist irgendwie nicht real. Es kann sein, dass ihr euch heute schwer tut, gewisse Entscheidungen oder Richtungen zu finden für euren Weg. Viele Waagen nehmen heute sehr, sehr tief und feinsinnig wahr.
Ja, einige Wagen kriegen heute auch Impulse aus der geistigen Welt. Also gucken irgendwie dreimal, habe ich da einen Schatten gesehen oder wo kommt die Lichtreflexion her? Es kann sein, dass ihr irgendwelche Klänge, Musik im Radio hört oder irgendwelche Menschen treffen, die euch einfach sehr tief berühren. Folgt diesem Gefühl, ja, da steckt was dahinter. Da steckt was dahinter, was euch Klarheit bringen kann. Der Mond als Symbol für die, ja, tiefen Gefühle, tiefen Bedürfnisse, aber auch fordert euch wirklich auf, einmal tief zu tauchen. Und Moment, ich habe hier zwei Hunde vor meinen Füßen unter dem Tisch. Da ist nicht so viel Platz, Leute. Entschuldigt. Das fordert euch auf, einmal tief zu tauchen und wirklich auch eure Bedürfnisse zu spüren. Ihr dürft eure Bedürfnisse fühlen und noch mehr leben. Benebelt euch nicht, betäubt euch nicht. Ja, hinter eurer größten Angst steckt euer größtes Glück, meine lieben Wagen. Taucht da tief. Ihr braucht keine Angst zu haben. Die Schatten in euch drin, die Ängste in euch drin sind eure Anteile. Das sind alles, ja, verletzte, vernachlässigte, hungrige Kinder in euch drin. Die brauchen euch keine Angst zu machen. Die brauchen eure Liebe, euer Mitgefühl. Ja. Also ihr seid heute sehr feinsinnig, feinfühlig, ihr könntet Zeichen bekommen aus der geistigen Welt, aus eurem Innenleben. Ja, da funkt euer höheres Selbst heute ganz, ganz aktiv in euer Gefühlsleben rein, damit ihr die Zeichen, die Bedürfnisse, die Gefühle wahrnehmt. Und vielleicht zieht ihr euch heute auch ein bisschen zurück, weil euch im Außen alles zu viel wird, zu oberflächlich, zu vernebelt, zu laut, zu hektisch. Das ist heute alles nicht euers. Ja. Ihr seid aber auch aufgefordert, eben nicht zu, ich sag mal, naiv oder leichtgläubig durch die Welt zu gehen oder aus unerfüllten Bedürfnissen, Mangel, emotionalen Mangel heraus zu handeln. Ja. Da könntet ihr heute ein bisschen anfällig für sein. Achtet darauf. Wichtige Entscheidungen solltet ihr vielleicht heute nicht treffen, weil ihr erstmal eure Gefühle klarkriegen müsst. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Skorpione für den 18. April. Skorpione, 18. April. Fünf der Münzen und die Kraft auf dem Kopf. Meine lieben Skorpione, ich spüre hier, dass einige Existenzängste haben. Ich spüre hier, dass einige entweder sehr wütend oder absolut ausgenockt sind aufgrund eines entweder finanziellen Verlustes, emotionalen Mangels etc. pp. Einige fühlen sich sehr im Kalten stehen gelassen, emotional. Und ihr fühlt euch vielleicht auch so ein bisschen verloren, euren Gefühlen ausgeliefert, ja. Damit seid ihr aufgefordert. Mit der Kombination gucken wir uns die Karte an. Dieses Männchen hier guckt auf die Fülle. Die Fülle ist zum Greifen nah. Irgendwo hier kommt eine Tür. Da könnt ihr reingehen. Ja, da könnt ihr euch wärmen lassen. Da seid ihr in der Fülle. Ihr seid ganz nah dran. Ihr seid auch aufgefordert, tatsächlich heute alles zu tun, um ins Gleichgewicht zu kommen, um ja, euren Kopf auch anzuschalten, euch zu erden. Ja, einige Skorpione schwimmen hier oder fühlen sich irgendwie in der Luft hängen gelassen. Es geht heute um Erdung und Aufrichtung, um innere Balance und Ausrichtung auf die Fülle. Energie folgt der Aufmerksamkeit, meine lieben Skorpione. Das heißt, das ist wie
Wie Autofahren. Also das finde ich immer noch das schönste Beispiel. Wenn ihr nach vorne fahren wollt, auf die Fülle, das Ziel ist die Fülle, ja, das liegt vor euch, dann müsst ihr auch nach vorne gucken. Einige gucken in den Rückspiegel und sehen hier diesen Mangel, die Ängste, das sich ausgeliefert fühlen, vielleicht die Wut, ausgelöst durch Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort. Einige sind auch ausgespielt worden. Ja, da wurde euch vielleicht in den Rücken gefallen. Ihr wurdet ganz, ganz übel, einige von euch, nicht alle, aber ganz, ganz übel tatsächlich im Kalten stehen gelassen und ja, ausgenutzt. Ja, da hat man ganz bewusst bei einigen Skorpionen Trigger gedrückt, die Dinge in euch ausgelöst haben, die jenseits von Gut und Böse sind. Also entweder wirklich Kraftlosigkeit oder halt Wut. Tut heute alles, um euch auf diese Fülle auszurichten. Vergesst nicht, ihr kommt aus der Fülle, ihr seid die Fülle, euch steht die Fülle zu. Das sind sehr, sehr intensive Gefühle. Ich möchte das nicht kleinreden und sagen, tut euch doch mal was Gutes. Ja, das sage ich, das meine ich auch, aber ich möchte damit nicht runterspielen, wie es euch geht. Ihr habt alles in euch drin, um euch darauf wieder auszurichten. Und wenn es heute gar nicht geht, zieht euch zurück, kümmert euch um euch selber, beweint es. Jedes Gefühl hat eine Berechtigung. Ja, jedes Gefühl darf gesehen, angenommen, gelebt werden. Zieht euch heute zurück, wütet in eurer Wohnung vor euch hin, schimpft, ja, macht was auch immer, boxt das Kopfkissen, bitte keine anderen Menschen, oder weint, ja, aber nehmt dieses Gefühl an. Wenn ihr diese Gefühle zurückdrückt, dann kommen die irgendwann irgendwo und noch bedeutend unpassender wieder hoch und bedeutend intensiver. Selbstfürsorge, Ausrichtung auf die Fülle, auch wenn das schwer ist für einige, ja, unerfüllte Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse, sich allein, ja, stehen gelassen fühlen auf weiter Flur, nicht geliebt fühlen, um Geld betrogen worden sein, etc. pp. Ja, das ist scheiße. Punkt. Kann man nicht schönreden. Aber ihr seid dem nicht ausgeliefert. Ich hoffe, das macht euch ein bisschen Mut und Zuversicht. Ihr kriegt das hin. Selbstfürsorge ist hier ganz, ganz großes Stichwort, meine Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Kraft. Zieht euch heute zurück, richtet euch so gut es geht auf die Fülle aus und unterdrückt bitte um Gottes Willen keine Gefühle, nehmt sie an. Ihr seid dem nicht ausgeliefert, auch wenn die Situation für einige hier wirklich schwer ist und sich schwer anfühlt. Seid umarmt, wirklich von Herzen. Holt euch vielleicht auch Unterstützung. Das kann in der Meditation sein, das kann das Verbinden mit dem höheren Selbst sein, das kann aber auch die Telefonseelsorge sein, der Anruf beim Arzt, euch mal für eine Woche krank schreiben zu lassen, wenn das hier mit der Arbeit zum Beispiel zu tun hat oder es euch wegen etwas anderem so schlecht geht, dass ihr auf der Arbeit euch nicht mehr konzentrieren könnt. Sucht euch da Hilfe, zieht euch raus, sprecht mit irgendwem. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Schützen für den 18. April. Der Wagen. So. Der Wagen, meine Lieben, eine Entscheidung wird getroffen, etwas kommt schneller auf euch zu, ihr bewegt euch schneller von etwas, jemandem weg auf etwas oder jemanden zu, als ihr es für möglich gehalten habt. Das sind kurzfristige, schnelle Entscheidungen, nicht zwingend unüberlegt und spontan, aber auch das kann durchaus sein, ja, dass einige Schützen sagen, oh, was mache ich denn heute mit meinem freien Tag oder was mache ich denn am Wochenende, ach, besuche ich mal XY oder hey, da wollte ich schon immer mal hin, mache ich das doch einfach mal. Ja, also heute geht's wirklich zügig in eine Vorwärtsbewegung, Entscheidungen werden getroffen. Das macht ihr viel aus dem Bauch heraus, der Wagen wird dem Krebs zugeordnet, der Krebs ist Wasser, Wasser ist Gefühl. Das heißt also heute auch Bauchentscheidungen, die euch nach vorne bringen, die euch zumindest irgendwo hinbringen. Ja, und zwar mit vollem Schub voraus, sozusagen. Ihr habt aber
Die Kontrolle, also das ist ganz wichtig. Der Wagen drückt halt eben auch aus, ich habe die Kontrolle, ich lenke, wo es hingeht. Ja, das ist nicht wie der Turm zum Beispiel, eine plötzliche Veränderung, die vielleicht nicht zwingend durch euch ausgelöst worden ist, sondern durch äußere Umstände, Schrägstrich, das Universum befördert einen aus der Komfortzone. Nein, ihr sitzt hier am Steuer eures Wagens, ihr trefft die Entscheidung, ihr habt die Kontrolle, wo es hingeht und wie. Das kann sein, dass ihr in der Beziehung den nächsten Schritt geht. Das kann sein, dass ihr einen wirklich dem Impuls nachgeht, ich bewerbe mich weg, ich schreibe mich für die Weiterbildung ein, ich kaufe mir endlich die tolle Kaffeemaschine. Ja? habe aufs Konto geguckt, das läuft, funktioniert. Ich fahre heute, keine Ahnung wohin, Elektronikfachgeschäft eures Vertrauens und hol mir das Ding endlich, weil ich habe da Lust drauf und das will ich schon so lange und das mache ich jetzt. Und oh, Überraschung, die ist sogar 15% im Angebot. Ja, also das sind wirklich Entscheidungen, auch Umzüge. Da passiert bei einigen Schützen heute was, wo sie sagen, nee, ich muss hier weg. Ja, hier gehöre ich nicht hin. Ich ziehe weiter. Das kann aber auch eine Entscheidung für ein Gefühl sein, dem ihr nachgebt. Für einige betrifft es auch Kinderwunsch oder Haustieranschaffung. Also irgendwie so in die Richtung wird mir eingegeben. Für diejenigen, die Tarot lernen, das geht nicht aus der Karte hervor. Das ist das, was mir da gerade noch so durchkommt von meiner geistigen Crew. Ja, eine Entscheidung, ob links oder rechts, wird heute getroffen werden können, beziehungsweise wird da ein Entschluss mal zumindest gefestigt haben. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für den 18. April. Steinböcke, 18. April. Die zwei möchten. Okay, der Tod und die sieben der Schwerter. Einige Steinböcke hängen hier in so einer Situation, die eigentlich schon längst abgefrühstückt sein sollte, aber es nicht ist. Da geht es um Lug, um Betrug, um hingehalten werden, um leere Versprechungen, um faule Kompromisse. Irgendeiner zehrt da an euch, um den eigenen Vorteil irgendwie zu finden. Das können auch Beziehungen sein, die eigentlich vorbei sind, wo man keinen Kontakt mehr hat, außer über Anwälte. Ja, wo es wirklich um Diebstahl oder sowas geht. Ja, da hat euch jemand die Waschmaschine geklaut. Ich habe keine Ahnung. Ja, und eigentlich ist es eure. Also irgendwas ist da, was eigentlich einem Abschluss bedarf, aber aus Gründen von Lug, Betrug, List, faulen Kompromissen hingehalten werden, leeren Versprechungen, da hängt ihr noch in der Luft. Ihr könntet aber auch eine Situation sehr bewusst noch aushalten, weil ihr irgendeine Art von Plan und Strategie habt. Es gibt zwischenmenschliche Beziehungen zum Beispiel. Ja? Diejenigen, die mal mit einem Narzissten zum Beispiel zusammen waren, also wirklich einer, der aus dem Lehrbuch gehüpft kommt, dass diese Situation verlässt man nicht von heute auf, von jetzt auf gleich. Ja? Das kann vor allem, wenn Kinder noch mit involviert sind, ja, oder gemeinsamer Besitz, das muss vorbereitet werden. Ja, narzisstische Wut ist schlimmer, als wenn die Hölle sich über euch auskotzen würde. Das kriege ich hier so rein, also dass einige wirklich aus einer taktischen, strategischen Position heraus etwas noch nicht ganz loslassen können, beenden können. Es gibt ja auch Arbeitssituationen für einige. Da müsst ihr noch ein bisschen durchhalten, bevor ihr den Job wechseln könnt, kündigen könnt. Vielleicht, weil ihr sonst irgendwelche guten Konditionen, was weiß ich, sowas wie Weihnachtsgeld, gut, das ist jetzt April, aber ne, also irgendwelche Auszahlungen, Ausschüttungen, vermögenswirksame Leistungen, die erst dann, ab dann und dann in Kraft treten, dass ihr sowas bekommt. Oder
also noch mitnehmen könnt. Es gibt ja aber auch diejenigen, die sagen, eigentlich würde ich gerne früher in Rente gehen wollen, aber habe das durchgerechnet, ich muss noch bis dann und dann aushalten, also mache ich den Quatsch hier einfach noch ein bisschen. Ja, das sind so strategische Pläne, wo man halt noch was aushalten muss. Es gibt aber auch die Steinböcke und die, die es betrifft, die fühlen das, die wissen das. Die stecken in einer Situation, wo sie einfach noch nicht rauskommen. Da werdet ihr belogen. Ihr fühlt das. Der Klassiker. Ich werde mich von meiner Frau trennen, weil ich liebe nur dich. So. Und dann guckt man mal auf die Uhr und dann stellt man fest, aha, das geht jetzt aber schon 3 Jahre. Wann trennst du dich denn? Ja. Ihr werdet da wirklich hingehalten. Belogen. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, all diejenigen, die in der Situation sind, von der ich gerade gesprochen habe, beispielhaft, werden hier hingehalten. Ja? Deswegen habe ich eingangs gesagt, ihr fühlt das. Das betrifft hier ein paar, die fühlen, da ist was nicht rund. Da will man mir einen Bären aufbinden. Ja? Also einige werden hier auch sehr bewusst aus taktischen Gründen vom Gegenüber in irgendeiner Situation festgehalten. Guck da bitte hin. Klarheit und Wahrheit und vor allem eure Klarheit und Wahrheit, ja, ist hier gefragt. Seid ehrlich zu euch selber, belügt, betrügt euch nicht selber. Selbstbetrug ist das Schlimmste, was ihr eurem Selbstwert, eurer Selbstliebe, eurer Seele antun könnt. Ja, wenn etwas nicht mehr zur Lebendigkeit und zur Fülle beiträgt, dann muss es begraben werden. Hört auf, das tote Pferd zu reiten. Hört auf, euch aus einem Mangel oder einem Bedürfnis, einem tiefen Wunsch und einer Sehnsucht, und wir alle kennen das, ja, dieses Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, ja, warum? Weil keiner mehr da ist, der sie totschlagen kann. Also hängt euch nicht aus irgendeinem Mangelgefühl an eine Person, an irgendetwas oder irgendwen, damit schadet ihr euch selbst. Das ist Selbstbetrug und da seid ihr viel, 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 viel zu wertvoll zu, meine Lieben. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So, diejenigen, die mir hier schon länger zuhören, die wissen, ich bin gerade sehr stolz auf mich, dass ich dieses Sprichwort auf die Kette gekriegt habe. Genau, meine lieben Steinböcke, ein Tag der Wahrheit, der Klarheit und ja, überlegt euch, loslassen, wäre das vielleicht besser? Seid ehrlich zu euch selber. Ihr seid zu wertvoll, um euch in irgendwelchen Situationen weiter auszuliefern, die euch nicht gut tun, die längst begraben gehören. Glaub an euch. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Wassermänner für den 18. April 2024. Zack. 2 der Kelche auf dem Kopf. 2 der Kelche auf dem Kopf. Mir wird direkt eingegeben, lass dich nicht hänseln, Gretel. 2 der Kelche auf dem Kopf. Es kann sein, dass euch jemand ausnutzt. Es kann sein, dass da heute jemand irgendwie blindlings aus absolut keinem Grund, keinem nachvollziehbaren Streit vom Zaun bricht. Es kann sein, dass ihr heute ein bisschen empfindlich, sensibel dafür seid, nee, empfänglich, das wollte ich sagen, dass ihr heute ein bisschen empfänglich dafür seid, euch irgendwas einreden zu lassen, was euch nicht gut tut. Ne? Also du bist schuld an was auch immer. Du hast dies gemacht, jenes gemacht und hast mir damit nicht gut getan. Also versöhnt euch mit euch selber. Lasst euch nicht ausnutzen, lasst euch nichts einreden, was euch Kraft kostet. Ja, seid ehrlich zu euch selber, steht zu euren Fehlern, aber lasst euch hier nicht ärgern. Lasst euch nichts einreden, was euch Kraft kostet, was euch an euren Wert geht, was euch klein macht, was euch von euch selber wegbringt. Denn da gibt's heute Menschen, die versuchen das. Gibt's so Menschen, fühlen sich erst stark, fühlen sich erst glücklich, wenn sie andere klein machen können. Lasst das nicht zu. Die 2 der Kelche zeigt aber auch, dass einige Wassermänner heute sehr, sehr klar sind, was frische Lieben angeht. Ja, dass das vielleicht doch nichts ist.
außer ja, eine nette Zeit, aber ab jetzt halt eben auch vielleicht Zeitverschwendung. Das klingt gemein, ne? Aber passt halt nicht. Das kann euch heute klar werden. Die zwei der Kelche auf dem Kopf zeigt aber, fordert euch auf, euch mit euch selber zu versöhnen. Hört auf, euch Selbstvorwürfe zu machen, euch selber Schuld für irgendetwas zu geben, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Meine Lieben, da gehören immer zwei dazu oder halt mehr. Mit euch ist nichts falsch. Auch wenn wir Fehler machen, wir Menschen, auch wenn wir uns mal nicht korrekt verhalten, sage ich jetzt mal. Ja, akzeptiert, dass ihr in der Situation halt einfach so gehandelt habt, wie ihr gehandelt habt. Und guckt, wo kommt das her? Und heilt das. Macht es halt, lernt draus. Ja. Aber lasst euch bitte, bitte, bitte nicht klein machen. Und ihr seid ja auch aufgefordert, tatsächlich heute Menschen loszulassen, die euch sehr viel Kraft rauben, die euch von eurer Liebe wegbringen. Und dann gibt es hier Wassermänner, die wirklich Teile in sich entdecken, die angeschaut werden möchten, die genährt, gepflegt, umarmt, geliebt, gesehen werden möchten. Ja, so innere Kindanteile, Geschichten, Erinnerungen, Mangel, Gefühle, Bedürfnisse, Sehnsüchte. Schaut, wie ihr euch das selber geben könnt. Wie ihr selber Liebe in die Teile in euch geben könnt, die danach schreien, die ausgehungert sind. Seid lieb und geduldig zu euch selber. Versöhnt euch mit euch selber. Ein Krieg mit sich selbst kann nur verloren werden. Da gehen nur Verlierer bei raus. Ihr habt euch ein Leben lang und darüber hinaus. Guckt, wie ihr alle Anteile in euch drin, wie unterschiedliche Spieler in einem Team, zusammenkriegt, stärkt und einsetzt. Und da gibt es halt natürlich auch die Spieler, die selbst sabotierend sind, ja, und das hat dann Auswirkungen aufs ganze Team, also sprich auf euer Leben. Aber genau das sind die Anteile, von denen ich eben gesprochen habe. Die möchten gesehen werden. Die haben auch ihre Stärken und Qualitäten. Die brauchen vielleicht nur ein bisschen Hilfe und Aufmerksamkeit, um zu wissen, auf welchem Platz sie dann jetzt zukünftig spielen können, ohne euer ganzes Team irgendwie zu sabotieren. Ja? Seid lieb und geduldig zu euch und stoppt den inneren Krieg. Ihr alle Anteile in euch sind immer für euch. Boah, das ging tief. Liebe Wassermänner, alles, alles Liebe für euch. Und dann schauen wir auf die Fische. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Fische, für den 18. April. Fische, 18. April. Ich glaube, im Video, kurze Unterbrechung für den 17. für heute oder für den 16. Müsst ihr mal nachgucken. Da hat eine Zuschauerin hier, ein Seelchen aus der Community, eine Buchempfehlung über das Thema Geduld, glaube ich, gepostet. Schaut da mal rein. Das ist eine Buchempfehlung. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Fische für den 18. April. Das sind leider zu viele. Okay. 9 der Kelche auf dem Kopf. Ihr könntet heute das Gefühl haben, euch ein bisschen zurückziehen zu wollen von Menschen, aus eurem Freundeskreis, aus Social Media und Online-Dating. Ihr, ja, habt wirklich ein großes Bedürfnis nach Ruhe, nach Rückzug, um mal der Kraftlosigkeit auf den Grund zu gehen. Ja? Wo ist da, ich sag jetzt mal, das Leck in eurem System? Gibt es Menschen, die
euch Kraft kosten? Gibt es Menschen, die euch in den Rücken gefallen sind? Ist der Job, den ich mache, wirklich der richtige? Sind die Menschen da um mich rum erfüllend, bereichernd, mal mindestens irgendwie fair, aufrichtig und unterstützend? Das ist so ein Tag, den könnt ihr wirklich nutzen, um Innenschau zu betreiben, um den Energievampiren auf die Spur zu kommen. Und auch ein Tag, an dem ihr beschließt, wer mich nicht erfüllt, wer nicht auf Augenhöhe ist, wer mich nicht bereichert, der fliegt. Der gehört nicht in mein Leben. Und mal ganz wertfrei gesprochen, das müssen ja nicht mal bösartige Menschen sein oder so, ja. Aber das sind halt Menschen, mit denen schwingt ihr nicht in einem Frequenzbereich. Das kann ja nur Chaos geben. Das ist anstrengend. Einer hört den Radiosender und der andere einen anderen und man versucht, sich über das gleiche Lied zu unterhalten. Ja, das ist ja der helle Wahnsinn. Das funktioniert nicht. Ja. Deshalb schaut da mal drauf in eurem Rückzug und tankt Kraft auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der große Appell. Alle Kraftfresser und Energievampire dürfen heute mal draußen bleiben. Und dann gibt es Fische, die für sich erkennen, okay, Online-Dating ist nichts für mich oder Social Media ist nichts für mich. Das ist mir zu schnell, zu oberflächlich. Das kostet mich mehr Kraft, als dass es mir gut tut. Und fühlen sich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zum traditionellen Menschen kennenlernen und sich mitteilen und austauschen hingezogen. Ja. Ein Telefonat in der Woche mit einem Menschen, den ihr sonst nicht seht und hört, aber der wirklich Interesse an euch hat und an dem ihr Interesse habt, ist bedeutend erfüllender als jeden Tag 20 Mal irgendwie hier Instagram, da TikTok, hier Facebook, da keine Ahnung was zu checken. Sowieso den halben Tag oder den ganzen Tag erreichbar und verfügbar zu sein über Handy. Das zehrt euch aus. Ihr braucht Rückzug, ihr braucht Ruhe. Und wie gesagt, ihr werdet da heute, zumindest habt ihr die gute Energie, in diesem Rückzug merken, okay, zu wem möchte ich vielleicht demnächst ein bisschen mehr auf Distanz gehen oder wer oder was gehört nicht mehr in mein Leben. Es gibt hier auch einige, die die Firma verlassen, entweder weil sie in die Rente eintreten oder weil sie was anderes haben. Und bereiten das heute vor, das anzusprechen, das dem Chef mitzuteilen. Oder aber es hat sich dann schon rumgesprochen, ja, und viele drücken so ein bisschen ihr Bedauern aus. Ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht, das kommt hier durch die Karte aus der Energie nicht raus, aber das kann sein, dass ihr euch da heute in so einer Situation befindet. Meine lieben Fische, ich wünsche euch ganz viel Kraft und Klarheit. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, wünsche euch allen einen wundervollen 18. April, eine wundervolle Woche, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.